Ja, ich möchte einmal, ich könnte jetzt viele Anknüpfungspunkte wählen von der Tagung von gestern bis heute, möchte aber versuchen, ob wir es schaffen, uns nochmal auf das Tagungsthema zu konzentrieren und tatsächlich nach den Begriffen Partizipation und Engagement und dem, was wir an Aspekten dazu geboten bekommen haben, zu fragen und vielleicht auch so einen Ausblick zu schaffen, wo es denn lang gehen könnte für die GMK unter Umständen. Ich habe gelernt, Partizipation, der Begriff wurde ersetzt durch Teilhabe, das heißt, ich muss auch etwas davon haben, als der, der partizipiert, aber es bedeutet auch teilnehmen und Anteil geben und innere Anteilnahme. Das habe ich aus einem Vortrag heute für mich als nachdenkenswerter Impuls mitgenommen. Ein zweites Stichwort, was bei mir eher ein Fragezeichen in den Kopf gesetzt hat, obwohl ich es in der Vergangenheit sicher selbstverständlich genommen hätte, ist das Stichwort der pädagogischen Partizipationsprojekte. Und da geht die erste Frage, die erste Anregung, sich einzulassen an Eike Rösch, der auf meiner linken Seite sitzt, gerade frisch gewähltes Mitglied im GMK-Vorstand, Medienpädagoge in Rheinland-Pfalz beim Landesfilmdienst und einer der Aktiven in dem, ich nehme ihn als toll wahr, in dem medienpädagogischen Praxisblock. Eike, pädagogische Partizipationsprojekte. Du machst ja selber praktische Medienarbeit. Ist das ein Widerspruch, Partizipation und pädagogische Anleitung? Also das wurde in die Richtung ausgeführt, Selbstbestimmung und pädagogische Fremdbestimmung. Da steckt immer zumindest eine Spannung drin. Ich würde sagen, das ist eine logische Kombination, weil wir haben gerade in der Medienpädagogik ist es so, dass wir ein riesiges Potenzial haben, was wir nutzen können, weil, also ich möchte da anschließen an den Klaus. Du hast es ja ganz brillant aufgezeigt, welche Probleme es gibt gesellschaftlich von der Sichtweise. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein riesiges Potenzial bei den Nutzern und Nutzerinnen, die ja ganz selbstverständlich digitale Medien nutzen. Und wir haben das mal so eine digitale Kultur genannt, also die Grundannahme, dass es einen gleichberechtigten Austausch gibt, dass es einen freien Umgang mit Informationen gibt und ein kollaboratives Arbeiten. Und da ist es nur folgerichtig, wenn man Emanzipation im Blick hat, dass man dieses Potenzial auch nutzt. Also das ist auf der anderen Seite, du hast die Probleme genannt, auf der anderen Seite sind das die ungenutzten Chancen. Und das ist unsere Aufgabe, finde ich, da anzuknüpfen. Und wie geht ihr mit der, auch das habe ich gelernt auf dieser Tagung, mit der großen Gruppe, offensichtlich großen Gruppe der Konsumpartizipierenden um? Ich find ja nicht, dass es Konsumpartizipation ist. Ich stelle mich so ein bisschen dran. Wir hatten das ja, gestern war das, die Auseinandersetzung um Facebook und Twitter, dass es ja im Grunde kommerzielle Plattformen sind, aber die werden einfach genutzt für Kommunikation. Punkt. Gut, daran schließt sich gut eine Frage an, die ich gern an Herrn Fasko nochmal richten würde. Auch das ein Eindruck aus dem Arbeitskreis Bürgermedien. Sie haben sich auf die Bürgermedien bezogen als wichtiger Teil. Das fiel auch gestern oder in einem Referat mal die Aussage, Bürgermedien sind darüber, dass sie Partizipation ermöglichen Partizipation auch in Form von Medienkompetenzförderung, weil sie den Leuten ermöglichen, Medienkompetenz zu erwerben. Die Spannung unter Umständen, Partizipation über ein Bürgermedium und Nutzung parallel der Dinge, die gerade hier genannt wurden, eines kommerziellen, fragwürdigen Anbieters, sprich Facebook, über den ja Medienpädagogik auch versucht aufzuklären, vielleicht manchen sogar dazu zu bewegen, sich bewusst zu verweigern und andere Kommunikationsmöglichkeiten auch. Ist das für Sie eine Spannung, wenn Bürgermedien auch dort präsent werden und alle Teile nutzen in diesem Bereich? Ich habe gestern übrigens in der Partnerstadt von Nürnberg in Gera
15 Jahre offener Kanal Gera gefeiert. Und wir hatten, es waren ungefähr so viele Personen wie hier drin, in einem großen Raum, eine tolle Stimmung. Wir hatten alte, junge, viele Männer, Frauen. Wir hatten, ich glaube, selbstständige Unternehmer. Wir hatten viele Leute, Leute, die abhängig beschäftigt sind. Ganz, ganz, ein Durchschnitt der Gesellschaft, die sich engagiert haben in diesem offenen Kanal Gera die letzten Jahre und die uns erkennbar, da war Bürgermeister da und Chefin der Staatskanzlei und was weiß ich, uns erkennbar gemacht oder deutlich gemacht haben, dass Bürgermedien mit unglaublich viel Engagement, mit unglaublich viel Ehrenamt, mit unglaublich viel Herz praktiziert wird und dort unwahrscheinlich viele Themen aufgegriffen, partizipiert wird. Und man als Nutzer dieser Bürgermedien genau das realisiert, was ich vorhin so ein bisschen habe das überblättert, weil ich mir dachte, das kann man jetzt in dieser Diskussion ja auch sagen, weil was man in diesem Gesetz geschrieben hat, ihr sollt teilhaben und auch Teil sein einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, euch engagieren, das machen die dort. Um jetzt auf Ihre Frage. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass das, was Medienanstalten, was Sie alle auch unterstützen, wenn Sie im Bereich Medienbildung tätig sind, dass das, was wir tun, Teil ist und wichtiger Teil von diesem Ansatz, Menschen dazu zu bringen, an einem Diskurs teilzuhaben und sich damit ein Stückchen auch in der Gesellschaft zu bewegen und auch die zu verändern. Und wenn, was Sie jetzt fragen, in Bezug auf die neuen Medien, auf Bezug auf die sozialen Netzwerke, Bezug auf Facebook, wo wir auch intensive Diskussionen haben, haben wir gerade vorhin auch in einem kleinen Arbeitsgruppe hier im Haus darüber diskutiert. Da hat man natürlich ganz schnell die Frage, braucht es noch diese Strukturen, wenn die Frage in die Richtung geht, diese anderen Strukturen, die alten Strukturen, die Bürgermedienstrukturen noch weiterführen? Da ist, glaube ich, das Ergebnis, beides parallel ist sinnvoll. Man muss auch beides so nutzen für die jeweiligen Zielrichtungen, wie es Sinn macht. Das eine ist das Massenmediale, das andere kann eher gruppenorientiert genutzt werden und auch engagieren und auch motivieren, wieder im ersten Bereich tätig zu sein. Oder vielleicht habe ich die Frage nicht ganz verstanden, weil Sie wissen. Nein, das war schon. Und mir geht es also wirklich darum, dass man beides nutzen kann, dass Bürgermedien auch beides nutzen sollen, dass man nicht versucht, von dem einen das andere auszustechen und umgekehrt. Da geht beim Klaus Lutz der Kopf in eine Schüttelbewegung. Die Frage wäre ohnehin an dich weitergegangen. Wie also, nutzt ihr das? Also natürlich nebeneinander, das sehe ich genauso. Aber zu sagen, die Bürgermedien sind massenmedial, das würde ich ein bisschen bezweifeln. Also würde ich da eher soziale Netzwerke bezeichnen. Wenn ich mir verschiedene Sachen anschaue, zum Beispiel, wir wollen, ich habe vorhin gezeigt, jetzt wird mir der Name dann unseren ehemaligen Verteidigungsminister Guttenberg. Wir wollen Guttenberg zurück, diese Facebook-Gruppe. Das, wenn sie einen Bürgerkanal gemacht hätten, das hätte, also außer Spiegel hätte wieder darüber berichtet, dann hätten sie es überhaupt nicht mitgekriegt. Also die Öffentlichkeit, die massenmediale Öffentlichkeit, die sehe ich bei den Bürgermedien nicht. Ich widerspreche mal ganz schnell, weil ich der Meinung bin, man muss das auch relativiert sehen. Bürgermedien sind lokal. Und wir haben in Erfurt zum Beispiel einen lokalen Sender über UKW, der erreicht 300.000 Menschen. Wir haben da, wo wir gestern Abend 15 Jahre gefeiert haben, ich glaube 350.000 Haushalte, die über Kabelnetze erreicht werden. Das ist im lokalen Bereich schon massenmedial zu sehen, wo wir mittlerweile, ich erlebe es in den neuen Ländern, immer mehr Menschen haben, die Zeitungen abbestellen, die nicht mehr in der Lage sind, diese Dinge zu bezahlen, die überhaupt nicht mehr teilhaben an unserer medialen Öffentlichkeit. Und dann sind solche Möglichkeiten, da sind solche Verbreitungsformen, glaube ich, schon in Anführungszeichen eher massenmedial, als vielleicht natürlich auch gesehen, sehr spezielle, auch speziell bestimmte Gruppen erreichende. Man muss mal sehen, bin auch in Facebook und Twitter und überall, wir kennen uns da, glaube ich, alle gut aus. Nur wir sind da schon, und Sie bestimmt genauso, eine gewisse mediale Elite. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich überhaupt nicht damit auskennen. Und wenn man sich da vorne, hat mir die Mühe gemacht, mal den Katalog anschaut, hier für Nürnberg von den Volkshochschulen und dem, was da vorne, dieses dicke Ding. Und wenn Sie sich mal anschauen, Medien hat da ungefähr 2, 2,5 Seiten von, ich glaube, 400. Wenn man die 2,5 Seiten sich anschaut, was an Angeboten hier angeboten wird für die Menschen, die das ja brauchen und nachfragen. Gerade vorgestern mit dem Volkshochschulverband in Thüringen gesessen, da hat man mir gesagt, man lobt sie immer, sie wären, diese Volkshochschulmenschen, so die Seismografen der Gesellschaft, weil sie die Dinge anbieten, die die Menschen brauchen. Und deswegen habe ich mir das vorhin angeschaut. Was wird denn jetzt da im Medienbereich hier in Nürnberg angeboten? Und es ist Gefahr Internet, es ist Seniorennetz,
Es ist Google Earth verstehen, ja, Reisen im Netz und so weiter. Es sind die Low Budget, die ganz kleinen Dinge. Es gibt auch noch ein bisschen Antiquitäten verkaufen über eBay oder so ähnlich gibt's noch. Aber es sind ganz kleine Sachen, sodass also die allermeisten immer noch bei weitem nicht die Digital Natives sind. Und wir müssen auch verstehen, dass wir uns in anderen Welten bewegen. Er zum Beispiel mit Sicherheit sich in Welten bewegt, wo wir natürlich ganz, ganz toll und super alle uns vertwittern und verfacebooken, aber es reicht noch bei weitem nicht. Und die meisten Eltern, die 12-, 13-jährigen Kinder, selbst einen 12-Jährigen in der Schule, wenn wir diskutieren in den Elternabend, die fragen mich mit Angst in den Augen, müssen wir nicht was tun? Wir verstehen gar nicht mehr, was die Kinder machen. Ich will gar nicht so lange reden, will bloß klar machen, wir sind eine mediale Elite, ein gut Stück. Und viele, 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 ich sag mal 80%, sind bei weitem noch nicht so weit. Und deswegen ist die Facebook- und die Twitter-Welt noch weit und noch lange nicht so massenmedial wie ein UKW oder ein Kabelnetzhaus, Fernsehsender oder Radiosender. Jetzt müsste es auf dieses Stichwort der Partizipation einer eher medialen Elite zwei Widerspruchsebenen geben. Die Ulrike Wagner hat es heute Vormittag auch schon mal angesprochen, wenn es um die Nutzung von sozial benachteiligten Jugendlichen geht. Sie zeigen ein falsches Bild auf. Wenn Sie hier mit der Jugendarbeit in Nürnberg reden, die zu 90% für Häuser anbieten für sozial benachteiligte Jugendliche, die haben mittlerweile kommunizieren alle über Facebook mit ihren Jugendlichen, weil ihre Jugendlichen nur so für sie erreichbar sind. Das ist keine digitale Elite. Das sind die Jugendlichen von heute, die in prekären Verhältnissen leben und die Nutzung fast zu 100% vorhanden ist. Es ist nicht die, ich habe jetzt nicht über die Qualität, wie sie sie nutzen, gesprochen, aber sie sind darüber ansprechbar und sie sind da unterwegs und sie kommunizieren mit ihrem Nahumfeld lokal und es geht nicht um, also man muss da aufpassen, über was man redet. Die Jugendlichen heute sind da stark vertreten und ich glaube auch, dass es schwierig wird, dass Jugendlichen zum Beispiel ihre Bürgermedien auch zu langsam sind. Also zu langsam, bis sie was reinstellen können, bis sie überhaupt mal dran sind, bis sie senden dürfen. Das ist eher auch vereinsorientiert, so wie ich es kenne, viel schwieriger. So kann ich mich daheim hinsetzen. Ich habe das Beispiel gemacht, Sie müssen mal YouTube anschauen, YouTube, wie viele YouTube-Kanäle es gibt, wie viele Jugendliche auf YouTube senden und auch den Rückkanal, was die Ulrike Wagner heute früh auch gesagt hat, den Rückkanal direkt kriegen, den kriegen sie bei den Bürgermedien oft überhaupt nicht. Ich kenne viele Bürgermedien, auch bei uns oder Alternativmedien, die zum Beispiel Konzertkarten verlosen und sie nie loskriegen, weil keine Sau anruft, weil nicht einmal der Rückkanal da funktioniert. Also der Rückkanal über YouTube ist wesentlich besser, denke ich, wie bei manchen Bürgermedien. Kein Ping-Pong, ich will bloß das Missverständnis klären, wir sprechen uns gar nicht. Natürlich haben die Jugendlichen viel eher diese Welten für sich verinnerlicht. Aber die Gesellschaft, und deswegen, Sie hatten ja widersprochen, dass Bürgermedien nicht massenmedial wären, sondern dass das andere viel massenmedialer. Gruppenspezifisch können wir darüber streiten, gerne, und da haben Sie wahrscheinlich sogar recht. Ich will nur sagen, insgesamt gesehen, wenn ich mit einem, ich sag mal Gera, Schleiz, Kreiz, das sind ungefähr 30 Orte außenrum, Ostthüringen wird über einen großen Bürgersender versorgt, und wenn dort es irgendwas los ist, was in dieser Stadt, dieser Region interessant ist, dann schauen die Leute das. Wenn mir der Oberbürgermeister sagt, er ist so dankbar, und zwar von mehreren Städten, dass Bürgersender die Stadtratssitzungen, die gruselig sind, weil da 2-3 Stunden lang quasi nur geredet wird, übertragen und am Schluss ihn unglaublich viele und auch andere Politiker ansprechen, weil sie das nämlich anschauen, viele Menschen, dann hat das schon Wirkung. Natürlich keine Millionen, aber in der Region gesehen schon Massen. Aus seiner Sicht, und ich will gar nicht widersprechen, in der jüngeren Gruppe ist es richtig, da haben wir ganz genau diese Welten und müssen auch damit umgehen. Und deswegen habe ich gesagt, Bürgermedien müssen beides tun, können auch beides tun. Und übrigens, weil das die Medienanstalt, ich habe es auch vorhin überblättert, da sind wir auch dran, diese ganzen Rechte-Thematik, diese ganze Problematik mit Urheberrechten, das ganze Zeugs mit GEMA und GVL, wir sind gerade dran, für die Medienanstalten das zu koordinieren, weil da nämlich unglaublich viel, erstens Geld, Gefahren, Risiken, bis hin zu ja, Schadenersatz dran hängt, wenn einer anfängt, irgendwelche Filmchen zu machen und sich eigentlich nicht einstellen darf. Und das sind Sachen, wo wir versuchen, auch als Medienanstalten ein Stück Partizipation und so ermöglichen über die Rechte-Ankaufe, sag ich mal. Eike, nochmal an dich die Frage, medienpädagogischer Praxisblog, ähnliche Blogs, Twitter-Beteiligung und ähnliches, werden da große Teile derer, die wir eigentlich als Medienpädagogen ansprechen wollen, nicht erreicht? Registrieren wir da etwas nicht? Jetzt mit dem
Also ich glaube auf jeden Fall, dass ganz viele Leute erreicht werden durch so persönliche Projekte, durch Blogs. Das ist ja genau das der Kern des Sozialen, also dass es direkte Verbindungen gibt und Leute genau an ihren Interessen anknüpfen können. Also wir haben ja ganz spezifische YouTube-Kanäle, auch ganz coole von Jugendlichen, die zum Teil, jetzt hatten wir auf dem MB21, hatten wir das Beispiel von einem Jugendlichen, der, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen hunderte Zuschauer hatte für seinen YouTube-Kanal, den er ziemlich professionell aufgezogen hat. Und das sind ja so ganz spezifische Interessen, wo, glaube ich, ganz viele Menschen mit ihren Interessen erreicht werden. Und ich wollte auch nochmal das von der anderen Seite das Potenzial aufzeigen, was sich da auftut, wo sich das traditionelle Fernsehen, also für bestimmte Zielgruppen mag das echt okay sein, aber die Potenziale, die sich da auftun, weil ich habe quasi mit meinem iPhone habe ich mein Fernsehstudio in der Tasche. Also ich kann jederzeit anfangen zu streamen. Wenn ich ein WLAN habe, kann ich jede Sitzung streamen und nicht nur die Stadtratssitzung mit dem Mordsaufwand, sondern das geht von überall. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein Riesenpotenzial für Transparenz und Partizipation. Wer es kann und wer die Chance bekommt, kann daran teilhaben. Wir haben noch einen Diskussionspartner in der Runde, der noch nicht zur Sprache kam. Das war auch ein bisschen beabsichtigt, weil es einen neuen Aspekt gibt, der durch Ingo Bosse in die Runde kommen wird, ins Gespräch gebracht wird. Wir haben es als Beispiel aufgenommen. Man könnte andere Beispiele nehmen. Auf der Zugfahrt hierher habe ich so grob überflogen die aktuelle ZDF-ARD-Studie über Migranten und Medien. Also auch eine Gruppe, Partizipation nochmal unter einem bestimmten Fokus einer gesellschaftlichen Gruppe. Wir hatten eben das Thema sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Wie sieht das eigentlich damit aus? Ingo Bosse hat eine Vertretungsprofessur im Augenblick an der Universität Dortmund für Rehabilitationspädagogik, sage ich mal abgekürzt, jetzt. Und damit ist das Stichwort, er beschäftigt sich schon seit langem auch mit den Fragen von Medienbildung und Integration von Menschen mit Behinderung, ist beim Kongress in Berlin positiv aufgefallen, auch der GMK, und wir suchen den Kontakt. Und wir haben das hier hineingenommen und ich möchte ihm auch Einlassung, ein bisschen Zeit für eine Einlassung geben. Als einen Aspekt Partizipation für alle, was kann das eigentlich an gewissen Rändern unserer Gesellschaft heißen? Ja, ich hatte eben schon das Stichwort tatsächlich soziale Benachteiligung. Unter dem Stichwort würde ich auch das Thema Partizipation von Menschen mit Behinderung an Medienbildung fassen. Jetzt, um es vorweg zu schicken, das ist natürlich eine gar nicht so kleine Gruppe, wie ich finde. Also die WHO geht so von 10% von Menschen mit Behinderung in der Bevölkerung aus. Also ne, Migranten ist auch eine Gruppe, die nicht so groß ist. Aber ich finde, das sind jetzt auch keine marginalen Gruppen mehr, weil 10% ist dann schon eine relativ große Gruppe. Und das wissen Sie sicherlich auch. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigung, also Beeinträchtigung dann im Alter auch einfach deutlich größer. Ja, wir beschäftigen uns also schon lange auch mit dem Bereich Partizipation, von daher auch der Anschluss heute an die Tagung, haben allerdings einen etwas anderen Blickwinkel. Also tatsächlich Partizipation, wie kann man sozusagen die vollen Grund- und Menschenrechte eben für Menschen mit Behinderung auch umsetzen? Wie gesagt, eine sehr heterogene Gruppe, also von blinden Menschen über Menschen mit geistiger Behinderung, Körperbehinderung, Gehörlosigkeit, das ist tatsächlich ein sehr heterogenes Feld. Es hat jetzt nochmal neue Impulse bekommen, tatsächlich aufgrund der Behindertenrechtskonvention, die werden viele von Ihnen kennen, von den Vereinten Nationen verabschiedet, 2009 auch für Deutschland ratifiziert. Da geht es auch, häufig wird zu dieser Begriff inklusive Schule sehr intensiv diskutiert, das kennen viele von Ihnen auch, aber die UN hat sich tatsächlich auch mit dem Zugang, mit der Zugänglichkeit und der Chancengerechtigkeit in Bezug auf Mediennutzung von Menschen mit Behinderung beschäftigt. So, und das wären auch die beiden Anknüpfungspunkte für mich. Ich bleibe mal erstmal beim Punkt Zugänglichkeit. Also da geht es um Barrierefreiheit. Ich finde, das ist ein Aspekt. Es geht ja darum, mal einen neuen Aspekt hier reinzubringen, der bis jetzt noch wenig diskutiert wurde auf dem GMK-Forum. Wenn ich mich hier so umgucke, also es gibt keinen Gebärdendolmetscher. Das wäre eigentlich so das Mindeste, damit dann gehörlose Menschen auch überhaupt an dieser Diskussion teilnehmen könnten. Auch so Dinge, zum Beispiel, es werden ja sehr viele Videos gezeigt bei so verschiedenen Aktivitäten hier, die müssten dann also auch für Menschen, die eben keine Bildinformationen wahrnehmen können, nochmal beschrieben werden.
und so weiter, könnte man sich lange unterhalten, das sind so die augenfälligsten Dinge, aber so für mich sozusagen nochmal der Impuls, wenn man Partizipation sozusagen auch für Menschen mit Behinderung mitdenkt, auch eben in solchen Zusammenhängen, wäre sozusagen der erste Punkt eben Barrierefreiheit. Und so nebenbei, ich habe mal im Vorfeld der Tagung die GMK-Seite von zwei blinden Nutzern testen lassen, die hat ganz gut abgeschnitten. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen das Thema nicht präsent wäre. Es gibt ja inzwischen auch die Verordnung für barrierefreie Informationstechnik. Also wie müssen öffentlich finanzierte oder geförderte Homepages gestaltet werden? Also hat sich sicherlich schon eine ganze Menge getan. Ja, das ist der eine Punkt, Barrierefreiheit. Der zweite Punkt tatsächlich, Barrierefreiheit ist eben nicht alles. Wir hatten eben das Beispiel VHS-Angebote etc. Da geht es ja nicht nur darum, dass die Medienangebote barrierefrei gestaltet sind, sondern Menschen mit Behinderung müssten auch erstmal einen Hinweis haben, zum Beispiel in einem VHS-Heft, ist das Gebäude barrierefrei gestaltet, also kann ich mit dem Rollstuhl überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen, ist da vielleicht auch ein WC, was ich dann überhaupt nutzen kann. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch dann so Symbole für zum Beispiel Gebärdensprache, das müsste dann auch bei so Veranstaltungen auftauchen, wird dann Gebärdensprache angeboten, dass ich überhaupt an so einem Angebot dann teilnehmen könnte. Also das könnte ich jetzt natürlich noch weiterführen. Also leichte Sprache würde auch noch für Menschen mit geistiger Behinderung eine wichtige Rolle spielen. Ich finde es ganz spannend, einfach mal den Aspekt Partizipation tatsächlich unter dem Gedanken nochmal zu diskutieren, weil das bis jetzt zumindest ein Aspekt war, der vielleicht mitgedacht wird, aber der zumindest doch eher ein randständiger Aspekt geblieben ist. Ja. Vielen Dank, ohne dass wir natürlich jetzt die Diskussion kippen lassen wollen auf die Seite der Frage Menschen mit Behinderung und Mediennutzung. Es ist trotzdem für mich wirklich ein Beispiel, ist diese Thematik Nutzung Social Web, Web 2.0, ist das in der Auseinandersetzung Medien und Menschen mit Behinderung tatsächlich auch ein Thema jenseits der Barrierefreiheit? Ja, das ist sogar ein hochrelevantes Thema. Es gibt bestimmte Nutzergruppen, die gerade Web 2.0 deutlich mehr nutzen. Zwei Stichworte dazu. Also gerade in der gehörlosen Kultur spielt das eine sehr wichtige Rolle. Also gerade Facebook und Twitter sind da die entscheidenden Medien inzwischen. Man kann sich leicht denken, warum. Aber auch Medien hat ja auch immer was mit Identität zu tun. Wie präsentiere ich mich? Nach wie vor gibt es sicherlich Vorbehalte gegenüber Menschen mit Behinderung und zum Beispiel bei Menschen mit Körperbehinderung. Auch da werden diese Medien deutlich intensiver genutzt, weil natürlich da die Behinderung keine Rolle spielt. Also man kann sich eben eine eigene virtuelle Identität geben und damit sind sozusagen Vorbehalte, die man vielleicht im persönlichen Gespräch hat, ausgeblendet. Das heißt, die Medien sind sogar noch deutlich relevanter, wenn man sich dazu Untersuchungen anguckt. Allerdings ist das auch sehr spezifisch bei den beiden Bereichen. Bei Menschen mit geistiger Behinderung wird sicherlich anders aussehen, aber haben tatsächlich noch eine deutlich höhere Relevanz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch gut übertragen kann, dass Partizipationschancen sich auch über das Netz, auch über Anonymität, über bestimmte Verhaltensweisen, über Niedrigschwelligkeit darstellen. Vielleicht ist mancher tatsächlich auch auf so einer Tagung eher bereit, in eine Twitter-Seite etwas reinzuschreiben, als einen Kommentar, als aufzustehen und etwas dazu zu sagen. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ist gerade im Bereich der Partizipation von jungen Menschen die Ebene einer visuellen Ausdrucksmöglichkeit, diese Debatte hatten wir ja auch, nicht immer verbal und kognitiv, sondern andere Ausdrucksmöglichkeit gleichberechtigt wahrzunehmen, eben auch eine Chance, die in der Pädagogik noch viel zu wenig wahrgenommen wird. Das deutete sich ja bei dir eben auch an. Herr Pasko. Vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Wir haben vor einiger Zeit einen Fernsehsender umgewandelt in einen Radiosender. Und in dem Fernsehsender waren die Gehörlosen sehr, sehr aktiv, haben viele Beiträge gemacht, waren eine unglaublich engagierte Redaktion. Und wir haben aus anderen Gründen den Fernsehsender beenden müssen und haben, wie gesagt, das Radio da eingeführt, wo natürlich dann logischerweise kein Platz mehr war. Und haben die Gehörlosen nicht mehr erstmal, aber dafür die natürlich die anderen, diejenigen, die nicht sehen können, stärker beim Radio einbringen können und haben trotzdem jetzt Plätze noch gefunden in diesem Verein, wo die anderen zwar nicht mehr jetzt ausstrahlen über die üblichen Kabelnetze, sondern ins Internet gehen. Und ich denke, das sind auch Möglichkeiten, dass man, oder ich
kann genauso ein anderes Beispiel bringen, jetzt nicht auf Bezug auf die Behinderten, sondern in Bezug auf Integration auch von Migranten. Ich war vor einiger Zeit bei Tide in Hamburg und wenn man sich und kam in das Studio rein und dann sagte, und da waren 5, 6 Türken und dann sagte mir der Chefredakteur oder wie das auch immer da heißt, es wäre jetzt gerade 4 Stunden lang türkisch-deutsches Programm. Und wenn er in den Taxi steigt in Hamburg, wo viele Türken auch türkischstämmige Taxifahrer sind, dann läuft fast immer Tide, weil das für die ganz toll ist, weil da unglaublich viele Themen sind, die sie sonst nirgendwo finden. Also ich glaube, Bürgermedien, wenn sie jetzt ganz bewusst jetzt nicht nur auf das Thema Behinderte bringen, Bürgermedien ist eben auch ein Platz, wo Partizipation gelebt wird, wo man Möglichkeiten schafft, die man sonst eben nicht hat. Und unabhängig davon, dass man massenmedial oder nicht, aber dass man diese nutzen kann, ob die jetzt nicht mehr hip sind und altmodisch oder nicht, kann man darüber streiten. Ist das natürlich die Voraussetzung, wenn man sowas mal gelernt hat, wenn man weiß, damit umzugehen, kann man es genauso gut als Blog, als iPhone-TV, als wie auch immer geartet ins Netz und wo immer hinstellen. Aber ich bin der Meinung, und deswegen schließt sich vielleicht der Kreis zu dem, was ich vorhin sagte, Medienkompetenz, Bürgermedien, ist so ein bisschen fast schon zwei Seiten einer Medaille, obwohl sich die manchmal auch ein bisschen bekriegen. Ich bin der Meinung, einer, der mit dem Handy rumläuft und ein bisschen verwackliche Bilder macht, ist das eine. Das mag dem, vielleicht gefällt es seiner Oma oder seiner Freundin. Aber wenn ich ein Thema angehen will, wenn ich einen Problemfall hier um die Ecke, weil vielleicht eine Schule zugemacht werden will oder soll, angehen möchte, dann kann ich, wenn ich weiß, wie geschnitten wird ein bisschen, wie getextet wird, wenn ich weiß, wie vielleicht auch ein Bild gefunden wird, ganz anders wirken und Relevanz erzeugen. Also so gesehen, glaube ich, werden die Bürgermedien auch wieder bedeutend. Da der Erste die Schwelle übersprungen hat, brauche ich nicht mehr dazu aufrufen. Ich darf aber eben die beiden noch als direktes Replik abfragen. Bitte. Ich würde ganz gerne noch was ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe, wo Sie sagten, Stichwort Migranten. Das finde ich auch eine sehr spannende Beobachtung. Wenn tatsächlich Medien speziell, in Anführungsstrichen, für Menschen mit Behinderung aufbereitet werden, es geht ja um Partizipation insgesamt, hat sich herausgestellt, dass häufig Gruppen, die gar nicht mitbedacht waren, plötzlich auch solche Angebote wesentlich intensiver nutzen. Ich gebe mal das Beispiel. Inzwischen gibt es Seiten von der Bundesregierung, wo eben bestimmte politische Prozesse in einfacher Sprache für Menschen mit geistiger Behinderung erklärt werden. www.einfach-teilhaben.de. Die Seite, es gibt Untersuchungen dazu, wird erstaunlich oft auch von Menschen mit Migrationshintergrund genutzt und auch von älteren Bürgern, weil denen einfach die offizielle Seite der Bundesregierung viel zu kompliziert ist. Wie gesagt, nur noch mal so als Ergänzung, ist aber eine spannende Beobachtung, dass sozusagen Barrierefreiheit nicht nur der eigentlichen Zielgruppe in dem Sinne zugutekommt, sondern eben vielen anderen Bürgerinnen und Bürgern auch. Klaus. Also ich habe vorhin mal die Twitter so ein bisschen mitgelesen, fand ich eine gute Anregung. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu streiten über Bürgermedien oder Facebook. Nebeneinander können wir gut existieren, jedes hat seine Berechtigung. Man nutzt es da, wo es am wirkungsvollsten ist und da war noch so eine Anregung, die ich auch sehr gut fand, denn man müsste vielleicht auch mehr zusammenwachsen und müsste sich auch gegenseitig ergänzen. Öffentlichkeit schaffen für möglichst viele Leute ist das Ziel und Bürgermedien kann davon eine sein, Facebook oder Twitter kann das andere sein. Ich habe nur den Vorteil, sehe ich so bei Facebook, dass dieses Sender-Empfänger-Modell da am schnellsten umzusetzen ist. Das ist, denke ich, auch was du gesagt hast mit dem iPhone, das du in der Hand hast. Da kannst du relativ schnell dir über den YouTube-Kanal deine Sachen hochladen. Es gibt zum Beispiel, ich habe es vor dem Workshop gezeigt, einen guten App von Radio Drausnitz. Das liegt nicht in ihrer Zuständigkeit. Die bieten eine App von iPhone an, dass man da entweder sprechen, Bilder machen kann, Texte hochstellen kann, die werden auf den Server gestellt, werden in die Sendung mit reingenommen. Jeder kann beim Fußballspiel dabei sein, kann eigene Fußballreporter sein. Das sind so für Schnittstellen, die man vielleicht viel stärker auch noch befördern könnte, auch über Finanzierung von solchen Apps, die dann die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Ich glaube, das Wackelhandy-Bild war eben der Auslöser, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das kam erst nachher. Aber ich wollte eigentlich sagen, was du gesagt hast, weil ich dachte ja, ich komme hier hoch, weil Twitter hier keiner liest. Aber ich glaube, der Tweet war ja auch so ein bisschen von mir oder zumindest einer dieser Tweets, die dazu kam, weil das ist ja genau die Sache eigentlich. Also ich habe mir jetzt mal bei Aachen angeschaut, Bürgerfunk sieht aus wie eine Seite von 96 irgendwie, sieht jetzt nicht sehr einladend aus, wo fange ich denn hier an? Also das war irgendwie sehr, sehr, sehr schwierig, sagen wir mal, da reinzukommen. Aachen war das. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht Ihr Zuständigkeitsbereich. gibt wohl demnächst ein Werkstattgespräch bei der SPD irgendwie im Landtag.
Aber wie gesagt, ich denke, da kann man zusammenwachsen. Und genau mit dem Wackelvideo, das ist ja schon wieder so ein bisschen, das ist sowas Schlechteres, die können das nicht. Das ist ja gar nicht so. Also ich meine, man kann sich auf Podcasts schlau machen, wie man das macht, wie man schneidet, wie man podcastet, all das gibt's ja. Und das kann man natürlich auch noch mehr fördern. Da können ja auch die Landesmedienanstalten das mehr fördern, dass man die technische Möglichkeiten oder die technisches Know-how lernt, auch Journalismus, wie man da arbeitet und so weiter, dass mehr Leute dazu in der Lage sind. Also man kann natürlich einerseits meckern, es gibt da klassische Medien, die machen das ganz toll angeblich und die Blogs, die machen das ganz schlecht, aber das kann man ja ändern. Also die können ja alle, die wachsen ja jetzt schon zusammen, da berichten halt die einen über die anderen und das einzige Problem, was ich halt sehe im Moment, ist eher, dass man vielleicht bei der Regulierung nochmal gucken muss, also da kenne ich mich ganz so aus, man hört so manchmal so 500 Viewer und dann zählt man plötzlich als richtiger Sender, muss irgendwas zahlen oder solche Sachen, da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das da noch so sinnvoll ist, sowas zu haben oder zumindest mal gucken, was da für Regelungen sind, die man vielleicht mal angucken müsste oder mal drüber reden müsste, solche Sachen. Und ein anderes Thema wollte ich noch sagen, gerade bei Nischensachen finde ich es sehr wichtig, dass es die gibt. Also es gibt zum Beispiel Twit.tv, weiß ich, wer das hier kennt, twit.tv, das ist ein Podcaster aus den USA, der hat mit einem Podcast angefangen, hat das auch live gestreamt irgendwann und jetzt hat er irgendwie, glaube ich, 20 oder 25 Podcasts, hat sich jetzt ein Studio für 1,2 Millionen aus den Werbeeinnahmen hingestellt und der macht nur für Tech-Enthusiast, wie er das nennt. Also eine Nische, wo er auch genau die Leute hat, die da werben, macht das hauptberuflich jetzt und sowas kann daraus entstehen. Und das finde ich schon sehr cool, weil man fängt mit dem Headset an und hört eventuell dann so auf. Okay. Achso, virtuelle Wolken wollte ich noch kurz sagen, das habe ich nämlich auch da im Second Life, war ich auch mal lang aktiv und da waren ziemlich viele auch, die eben behindert waren und da auch Gruppen gegründet haben. Also das ist da schon ein wichtiger Faktor auch. Es gibt zwei Einlassungen darauf, Eigerisch. Ich würde gerne daran anknüpfen und das, den Blick auch ein bisschen weiten. Ich finde, wir haben uns jetzt ein bisschen an diesem Bürgermedien Social Media festgebissen, nochmal auf das Thema zu gucken, Grenzen pädagogische Intervention. Und nochmal, also Klaus, du hast ja so ein paar ziemlich konkrete Punkte genannt. Ich würde jetzt gerne auch nochmal gucken, also das ist mein persönliches Interesse, was können wir denn tun oder wie geht's weiter, dass wir unsere Arbeit erleichtern und damit das fördern? Also du hast ja jetzt gesagt, machen, lernen, fördern und unterstützen und zu überlegen, wie können wir denn das machen? Also ihr war jetzt gerade nochmal auf Twitter, wir müssen die Schule von den Offline-Zeiten befreien, so zu gucken, also was können wir tun, wo liegen wirklich die Knackpunkte? Herr Fasko, es gab erst noch eine Einlassung darauf. Ja, erstmal diese 500 Viewer, das ist halt, wenn man 500 Parallelzugriffe hat, das ist halt eine Größe, die ist gegriffen, aber dann hat man eine gewisse Größenordnung erreicht, wo bestimmte Dinge berücksichtigt werden müssen. Das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht. Da muss man auch auf Jugendschutz, auf bestimmte Sachen achten oder Werbevorschriften. Aber das ist, ich glaube, sowieso im Wandel auch begriffen und da kann man drüber streiten. Aber genau, aber worum es, und Aachen weiß ich nicht, mein NRW und Bürgermedien ist sowieso momentan ein bisschen so ein Ding. Es gibt aber eine ganze, ganze Reihe, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, gibt ganz viele, ich habe bestimmt jetzt viele vergessen, ganz tolle, super Länder mit gigantisch guten Bürgersender mit unglaublich vielen Engagierten und zwar eben nicht bloß die ganz jungen Facebook-Typen, sondern eben auch die Älteren, auch die Behinderten, auch diejenigen, die vielleicht ganz wenig Zeit haben, aber ein Thema haben und die zu kriegen, Gesellschaft dazu zu bringen, sich zu beteiligen an Diskussionen, das daran arbeiten zu wollen, dass man Dinge verändern kann. Das ist das, was wir wollen, was wir, glaube ich, alle wollen und ich bin über jeden froh, ob der über Twitter, über Facebook, über SchülerVZ, StudiVZ, keine Ahnung, über was auch immer, sich beteiligt und versucht irgendwie ein Stück an demokratischen, das klingt jetzt so hochtrabend, aber das ist ja im Endeffekt, wenn es um Themen geht, immer so. Und wenn es bloß darum geht, ob man in der Schule was verändern will, an demokratischen Prozessen ein Stückchen teilzuhaben und zu lernen, dass man sich solidarisieren, zusammenfinden kann, dann ist es, glaube ich, das, was wir auch ein Stückchen als Credo haben, weil damit nämlich im Endeffekt auch wir als Gesellschaft ein Stückchen wachsen. Aber worum es mir geht, ist, wenn es am Schluss so ist, dass die Bürgersender nicht dieses Manta-Feeling haben mit Fuchsschwanz und so, sondern so oder 68er oder 8 oder wie 98 haben sie gesagt, glaube ich, vom Gefühl her, das die 96er. Ja, klar, geschenkt, aber gemeint ist nur, wenn es so ist, dass die wirklich auch ein Stück und das sind die allermeisten up to date absolut in den Themen der Zeit stehen, die Dinge nutzen, die gerade durch neue sozialen und neue Medien möglich sind, dazukommen.
dann haben wir auf lange Sicht gesehen, glaube ich, ein Stück Partizipation durchgesetzt und befördert als Medienanstalten oder als Gesellschaft insgesamt. Und mit dem Geld, das die Gebührenzahler zahlen, auch was Gutes gemacht. Ja, es wurde gerade angemahnt, von diesem Fokus Bürgermedien versus Facebook wegzukommen. Für mich war das auch nur ein Beispiel, um zu sagen, Bürgermedien sind so ein Exempel für eine pädagogisch-konzeptionell geplante Partizipationsmöglichkeit. Und Facebook steht als jetzt mal als Icon für eine Beteiligung, die ja pädagogisch zwiespältig beurteilt wird und mit der wir das Umgehen auch tatsächlich erst lernen müssen. Wenn man nur mal ein Beispiel nimmt, die hier in Deutschland sicher pädagogisch mehr im Gespräch befindlichen Social Networks wie StudiVZ, SchülerVZ etc. gehen den Bach runter und Facebook, wo wir als Medienpädagogen nur staunend gucken können und vielleicht vorsichtige Konzepte haben, es irgendwie einzubinden, boomt, ohne dass wir etwas dazu tun und dass wir etwas unmittelbar davon haben. Also vielleicht der Frage an diesem Punkt nochmal weiterzugehen. Aber wir haben eine zweite Einlassung aus dem Publikum. Übrigens, wir sind eine Männerrunde hier oben. Die Einladung geht auch vor allem an das andere Geschlecht im Plenum, weil Frau Dr. Getzer, die eigentlich hier oben mit sitzen sollte, aus Krankheitsgründen leider absagen musste. Bitte. Christian Kleinhans von Medien und Bildung kommen. Wir gehören als Tochter der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz quasi direkt angegliedert zu einer Landesmedienanstalt und in diese Richtung geht auch mein Statement, weil ich halte zunächst mal nichts davon, wenn wir gegenseitig aufeinander prügeln innerhalb Disziplinen, wo sich ums Gleiche bemüht wird und Visionen medial hervorgebracht werden, wenn die Teil von dieser Vertragsregelung werden könnten, also ganz konkret Plattformen, die geschaffen werden, damit zum Beispiel Schulen, damit Lehrer, die sich nicht gut auskennen mit Mediennutzung, vereinfachte Plattformen nutzen dürfen, wo die Thematik komplett geregelt ist für sie. Also die Gebühren sind geregelt und auch die Datenschutzproblematik ist geregelt. Und da gibt es viele ganz interessante Konzepte, aber es gibt eben leider keine wirtschaftliche Regelung dafür, wie das umgesetzt werden kann. Ja. Stimme ich absolut zu. Übrigens, das habe ich vorhin auch noch vergessen zu sagen, die jungen Leute, die Projekte haben, die Webradios machen wollen, die Beiträge machen wollen, alles ganz toll. Bloß man muss wirklich wissen, das hängt an diesen Rechten unglaublich viel Gefahr, wenn man die eben nicht hat und nutzt, wenn die Musik, die drunter gelegt wird, eben nicht berechtigt, wenn Clouseau da singt und man darf das nicht ins Web stellen. Das muss man alles wissen und da ist also das Lockere, mal was schneiden und irgendwo was aufnehmen, das eine, aber man muss eben auch die Gefahren sehen und viele Eltern haben ja schon Abmahnungen gekriegt, weil irgendwelche Sachen runtergeladen worden sind von ihren Kindern auf die Festplatte zu Hause. Und das, was Sie sagen, ist uns auch ganz wichtig, dass gerade für medienpädagogische Projekte man diese Rechte möglich macht. Wir sind aber, es ist unglaublich schwere Verhandlungen. Wir sind da nämlich die ganz, ganz Kleinen, weil diese ganze Podcast-Diskussion und die ganzen Download-Geschichten über die GEMA, vor allem GEMA, aber GVL ist ein bisschen besser und leichter, weil wir da gerade schon ein Stückchen weiter sind. Da sind, die warten alle und kämpfen alle mit ARD und ZDF, mit den Mediatheken dort, mit den Regelungen dort. Und da sind wir als, ich sag mal, Medienanstalten, dahinter die Bürgersender, dahinter auch die medienpädagogischen Projekte, da sind wir der Kleine und müssen quasi ein bisschen warten. Aber wir sind jetzt gerade bei GVL ein Stückchen weiter und haben einen ersten Kompromiss, stimmen den gerade mit den Medienanstalten ab. Aber eigentlich mussten wir erst mit dem GEMA noch hinkriegen, weil es sind ja beide Rechte. Die einen sind die Komponisten, das andere sind die es dann singen, verkürzt gesagt. Und es ist also so unglaublich schwierig, aber nicht umsonst ist eben auch YouTube oder sind große weltweite Konzerne schon fast am Scheitern am deutschen Urheberrecht, weil wir eben da so mächtige Verbände haben und die Rechtssituation ist halt relativ klar. Und trotzdem ist es ein gutes Beispiel, gerade für die Thematik Grenzen pädagogischen Handelns, weil tatsächlich wir als Pädagogen da an unsere Grenzen stoßen, junge Leute andere Verfahren praktizieren, Recht übertreten, wir das nicht mehr mit abdecken können und tatsächlich die Politik gefragt ist, dieses zu lösen. Klaus. Also vielleicht nochmal die pädagogische Perspektive. Warum sind wir Pädagogen daran interessiert, dass es breite Möglichkeiten von Partizipation gibt? Das Ziel, das dahinter steht, ist ganz klar, das Ziel der politischen Bildung.
Eine Demokratie braucht Leute, die sich selbstwirksam erleben, die erleben, wenn sie sich was für was einsetzen, wenn sie sich organisieren, es passiert was, und übertragen, sie engagieren sich für eine Demokratie und sie leben die Demokratie aktiv. Das ist unser pädagogisches Ziel, die politische Bildung, und da bieten die Medien unglaublich viele Chancen. Da braucht man jetzt, muss man jetzt schauen, wie die Gelingensbedingungen sind. Eine ist heute Vormittag genannt worden, dass es eine direkte Rückwirkung gibt. Da sind die Bürgermedien noch nicht so gut aufgestellt dabei, finde ich. Da gibt es die Medien zum Beispiel auch über die Frage, wie oft wird man ein Video aufgerufen bei YouTube? Ist ja ganz klare Rückmeldung. Sie müssen mal mit Jugendlichen reden, wenn jemand ein Video ins Netz stellt und hat 150, 200, 500 Aufrufe, das ist ein Status, das ist eine Rückmeldung über die Qualität, die er abgeliefert hat, das sind seine Seher sozusagen, und da gibt es viele Möglichkeiten, mit Jugendlichen partizipative Elemente zu entwickeln. Da gibt es die pädagogischen, die man ihnen anbietet, die man mit ihnen organisiert, wo man die Motivation nutzt, dass sie eben gern mit Bildmedien arbeiten, dass sie gern mit dem Netz arbeiten. Das ist die eine Ebene, und auf der anderen Seite brauchen wir mehr, und das habe ich vorhin mit online-freie Zeit Schule gemeint, müssen wir ihnen auch Räume zur Verfügung stellen, die sie gestalten können, in denen sie das aber auch einüben und lernen können. Und sich virtuos mit Medien oder in sozialen Netzwerken zu bewegen, braucht Zeit, braucht Übung, braucht Möglichkeiten. Und ich sehe das im Moment eher umgedreht, dass das eher eingeschränkt wird und eher nicht als Lernort und als emanzipatorischer Ort gesehen wird, sondern als problematischer Suchtort, Gefährdungsort, und man nimmt es eher zurück, und damit nimmt man den Jugendlichen partizipative Möglichkeiten und auch uns Pädagogen die Möglichkeit, mit ihnen partizipativ zu arbeiten und die Schnittstelle zu bieten zwischen ihren Interessen und dem Ziel pädagogischer oder politischer Bildung. Wir haben noch einen neuen Gast in der Runde. Mein Name ist Daniel Klenke, TU Chemnitz. Ich habe noch ein Statement und dann schließe ich auch eine Frage an. Das ist so ein bisschen aus meiner Beobachtung, aus dem Umgang mit Studierenden und auch mit den Projekten, die teilweise existieren. Ein Wort, was oft benutzt wird, in dem ganzen Kontext auch heute sehr oft gefallen ist, Medienkompetenz. Ich habe ein bisschen Problem oft mit diesem Begriff, weil ich glaube, der ist sehr unterschiedlich gemeint. Wir haben so ein bisschen die Definitionshoheit über diesen Begriff verloren. Wenn ich mit Studierenden rede, die sagen mir, das ist der Umgang mit Computer. Das ist auch wie eine berufliche Qualifikation. Das heißt, wir müssen irgendwie auch vermitteln, dass damit auch Partizipation, Engagement, Emanzipation mit verknüpft ist. Viele auch Studierende meinen halt von sich aus, kann ich doch. Ich kann mit dem Computer umgehen, ich bin da qualifiziert, dass dieser Begriff mehr umfasst. Ich denke mal, das ist auch eine Aufgabe, die wir hätten, wieder stärker zu betonen, weil es gibt ohne Ende auch Projekte, Hochschulrechenzentren bieten Medienkompetenz an, da wird Excel und Word gelernt. Das heißt, wir müssen stärker auch wieder vermitteln, worum geht's uns eigentlich. Ansonsten wird uns dieser Begriff oder dieses Konstrukt, dieses Modell auch so ein bisschen aus der Hand genommen. Und momentan habe ich das Gefühl, es geht eher so in Richtung Qualifikation für den Arbeitsmarkt. Und das, denke ich mir, da müssen wir irgendwie drauf reagieren. Das würde ich jetzt dann als Frage formulieren. Geht es nur mir so in meinen Beobachtungen, oder ist das auch vielleicht bei Ihnen so der Fall? Also ich habe immer ein bisschen Problem, diesen Begriff zu verwenden, wenn ich nicht weiter ausführe, was ich damit meine. Und ich denke mal, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Definitionen momentan davon, und es gibt neue Definitionen, die dann sehr, sehr stark davon sich entfernen, von dem, worüber wir eigentlich reden. Und da haben wir Schwierigkeiten, Jugendlichen das zu vermitteln, was wir eigentlich von dieser Förderung dann auch quasi anbieten. Gut. Ja, es gibt zwei Antwortangebote hier aus der Runde. Eike. Ich finde, wir müssen das machen. Also wir müssen wieder genau hingucken, worüber reden wir denn überhaupt und welche Begriffe verwenden wir. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen der Tanz auf dem Eis. Weil egal, welchen Begriff ich nehme, ich werde dann immer von Politikern, Politikerinnen wird mir auf die Schulter geklopft, die sagen, ja, macht er gut, weiter so, und wir fördern das und wir brauchen unbedingt das und das. Und da werden Begriffe schnell zu Buzzwords. Und ich finde aber trotzdem genau das wichtig, also dass wir in die direkte Diskussion mit Politikerinnen einsteigen und also beispielsweise auch das GMK-Forum nutzen und Netzpolitiker und Jugendpolitiker einbinden und mit denen zusammen diskutieren, wie können wir das weiterbringen. Und dann so auch für Verständnis für Medien, für die Mediennutzung sorgen und uns Freiräume schaffen, die wir dann für die pädagogische Arbeit nutzen können.
Herr Bosse. Ich finde es ganz spannend, tatsächlich die gleiche Beobachtung. Mir geht es ähnlich. Medienkompetenz wird häufig darauf reduziert, Medienbedienung, also noch nicht mal Mediennutzung. In unserem Feld ist das immer noch eine relativ neue Diskussion. Die geht im Moment in die Richtung, naja, Menschen mit Behinderung sollen ja auch für den Beruf mehr qualifiziert werden, am besten für den ersten Arbeitsmarkt. Deshalb sollen sie Medien bedienen können. Häufig dieser zweite Aspekt, vielleicht auch eine kritische Auseinandersetzung über Medien, das nehme ich tatsächlich ähnlich wahr, dass man das wieder deutlicher in den Vordergrund stellen müsste, neben allen anderen Aspekten natürlich auch als Kommunikationsmittel und so weiter. Aber das ist doch tatsächlich häufig in den Diskussionen auf den Aspekt reduziert wird, da kann ich nur zustimmen, dass man das wieder deutlicher machen sollte. Das hat wesentlich mehr Aspekte. Wir werden uns nie wahrscheinlich komplett einigen, was ist Medienkompetenz, aber ne, zumindest zu sagen, es ist mehr als reine Bedienung und Nutzung von Medien. Ja, bevor, Sie wollten auch noch, okay. Ich wollte es deswegen sagen, weil Medienkompetenz, man kann darüber, es gibt ja ganz spannende Bücher, gerade auch frische, neue, über die Begriffe, ist natürlich am Schluss das, was die Medienbildung geschaffen hat und der Endstand. Aber ich wollte noch eine Lanze brechen für all die Medienpädagogen, die gerade auch nicht in Bürgermedien oder die gerade in den Projekten arbeiten, die genau diese Arbeit machen. Und ich glaube, ich habe das fast nie so verstanden, dass es vor allem, oder es eben klang so ein bisschen drüber, schwerpunktmäßig um die Bedienbarkeit geht. Das kommt dann auch mit dazu. Aber das Verstehen von den ganzen Zusammenhängen, die rechtlichen Fragen, die technischen Geschichten sind da im Hintergrund. Die zu wissen, wem gehören diese ganzen Medien, wie läuft das ab, was ist da technisch, rechtlich, was sind da für Gefahren, was sind da für Risiken, für Chancen mit drin. Das ist doch das, was am Schluss wir vermittelt wissen wollen. Und ich habe selbst gelernt, wir haben ja Medienkunde eingeführt in Thüringen, wir haben Medienschulen, Medienlehrer, wir haben eine ganze Reihe, ich will gar nicht so oft das Medienwort sagen, aber ganz, ganz fast schon zu viel an den Schulen gemacht, weil man gesagt hat, naja, das ist jetzt so eine Hype und dann gibt es auch Abwehreffekte. Und am Schluss auch Medienpass eingeführt und am Schluss ist wirklich, und das finde ich das Tolle, rausgekommen, dass man im Netz was gemacht haben muss als Schüler oder als Jugendlicher, dass man in der Schülerzeitung was gemacht haben muss, dass man einen Film gedreht haben sollte, wenn es irgendwie geht, in irgendeinem Fach mal und viele und in Sozialkunde was gemacht haben muss über Verlage und wie die, keine Ahnung, alle die Eigentümer sind. Also die ganzen Facetten. Und dann ist man medienkompetent, weil man versteht plötzlich, warum irgendwas auf der Seite 1 steht oder wer am Schluss Dinge, wenn er sie sagt, warum das plötzlich Effekte hat in anderen Medien. Aber ich glaube, das ist eine lange Diskussion, aber ich glaube, dass Medienkompetenz viel, viel weniger technisch als inhaltlich ist. Ja, das ist für mich schon fast der Schlussgedanke, dass die Medienpädagogik, die Medienpädagogen sich den Begriff der Medienkompetenz, die Deutungshoheit darüber nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen. Bevor es vielleicht in der Runde noch für jeden die Chance gibt, einen Wunsch zum Schluss zu äußern, kann ich es doch nicht sein lassen, nochmal auf einen Aspekt zu sprechen zu kommen. Grenzen der Pädagogik, Anfragen an die Politik haben ja immer auch was mit Finanzen, Förderung zu tun und nicht nur mit Wahrnehmung. Und es war jetzt schon mehrfach die Frage im Raum, Sie haben, Herr Fasko, am Anfang vorhin gesagt, die Landesmedienanstalten haben als eine Aufgabe und finanzieren dort in diesem Bereich viel Medienbildung, Medienkompetenzförderung. Das war nicht immer so. Ich erinnere mich an die frühen Zeiten der Landesmedienanstalten, wo gesagt wurde, das ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt geraten wir, glaube ich, manchmal in gute Kooperationen, manchmal aber auch in Konkurrenzen. Es gibt den Gedanken, wir brauchten eigentlich so etwas wie eine Stiftung Medienbildung, Stiftung Medienpädagogik. Könnten Sie sich vorstellen, dass in den Rundfunkgebühren dafür auch noch ein Kabelgroschen übrig wäre oder die Landesmedienanstalten dort auch Anteile mit investieren würden? Also der Paragraph 40 sagt, dass man Medienkompetenz fördern kann. Die Mediengesetze selbst in den Ländern übernehmen diesen Gedanken und schreiben das ja auch fort. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man Stiftungen braucht, ob man die machen kann. Dafür braucht man erstmal immer das Stiftungskapital. Und wenn es jetzt, ich sag mal, über diesen Weg gehen soll, da kann man drüber streiten, was jetzt die richtigen Flüsse sind und Mittelflüsse. Ich weiß, es gibt Stiftungen medienpädagogischer Art in Baden-Württemberg, glaube ich, in Bayern ja auch. Und ob jetzt da noch eine dazukommt, jeder soll sich engagieren und wenn es geht und die Mittel da sind, da betätigen. Wenn man sich aber die Mittel woanders besorgen will und dort wegnehmen will, wo jetzt schon auch dabei was gemacht wird, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Aber im Ergebnis
geht es uns, glaube ich, allen um den Mensch, geht es uns allen darum, dass wir versuchen wollen, Gesellschaft ein Stückchen nach vorne zu bringen. Und ich sag mal, man kann halt jeden Cent halt nur einmal ausgeben. Gut, dankeschön. Partizipation und Engagement mit Netz und doppeltem Boden, unser Thema der gesamten Tagung, letztlich auch mit einem Teilthema, das unsere Abschlussdiskussion. Für jeden in der Runde die Chance, ein kleines Schlusswort, einen Wunsch am Ende loszuwerden. Also nur eine kurze Bemerkung, dass man jeden Cent nur einmal ausgeben kann, stimmt nicht. Sonst hätten wir weder Griechenland pleite noch Italien pleite. Also das ist, glaube ich, das hat mal gestimmt, aber das ist vorbei. Aber man kann es machen. Man kann viel machen und Weisheiten oder Wahrheiten ändern sich einfach. Ich würde mir wünschen, dass wir außer über den Begriff Medienkompetenz auch wieder mal über den Begriff wirklich selbstreflektiv nachdenken, was wir als Medienpädagogen unter sinnvoller Mediennutzung verstehen. Also wie wir sinnvolle Mediennutzung verstehen und daraus abgeleitet, wie wir auch Jugendlichen Zugänge zu Medien und zu Mediennutzungszeiten ermöglichen, weil das auch von dem Begriff, was wir unter sinnvoller Mediennutzung verstehen, stark abhängt. Und ich glaube, da gibt es Nachsteuerungsbedarf. Ja, was würde ich mir wünschen? Also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in dem Punkt umgesetzt wird, also Zugänglichkeit und Chancengerechtigkeit. Aber auch, dass es nicht als Sonderbereich gesehen wird, sondern tatsächlich als Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt. Dann noch was ganz Praktisches. Ich würde mir wünschen, dass im nächsten Jahr beim GMK-Forum vielleicht ein Gebärdendolmetscher da wäre. Einfach, ne, das ist so dieser Henne-Ei-Problematik. Solange das nicht klar ist, man kann daran barrierefrei teilnehmen, kommt auch niemand. Also, und ne, wie gesagt, Henne-Ei-Problematik, aber ich denke, das wäre ein Anfang, um da tatsächlich Barrierefreiheit herzustellen. Also ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die in Verantwortung sind, auch wie Sie, die sich in diesen Bereichen betätigen, auch die, die das so estimiert wird, dass man auch merkt, dass das, was getan wird, wichtig ist. Und ich glaube, das muss teilweise auch von Politik aus die so ein Stück diese Sonntagsredengefühle immer haben. Das ärgert mich unheimlich, wenn man ganz toll und ganz wichtig gelobt wird, aber wenn es dann darum geht, in Haushaltsdiskussionen oder wir machen Bildungsdiskussion mit dem Bildungsministerium, und wenn es darum geht, konkret zu werden, dann ist es sehr schwierig, dann einzufordern, Stellen oder Geld oder auch, ich sag mal, fast schon verbindliche Sätze in Rahmenvereinbarungen. Also ich würde mir wünschen, aus Sonntagsreden heraus stärker zu gehen und verbindlicher zu werden, nachhaltiger zu werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr gemeinsam für dieses Thema kämpfen, statt vielleicht, sag mal, parallel zu kämpfen. Ich traue mich ja immer kaum, dann so Wünsche zu äußern, weil ich dann so, was soll ich mir jetzt für uns alle wünschen? Ich wünsche mir einfach, dass unsere Arbeit und unsere Bemühungen noch mehr Erfolge zeigen, weil wir reißen uns alle in den Arsch auf und kämpfen für Jugendliche, dass tolle Projekte stattfinden, dass sie was lernen, dass eine Auseinandersetzung stattfindet, und wir setzen uns mit Politikern, Politikerinnen auseinander, und ich wünsche mir einfach, dass wir uns weiter vernetzen und einfach stark sind und erfolgreich. Vielen Dank in die Runde.